In Tramin sind seit rund 100 Jahren die Lerslerburben unterwegs. Junge Männer ziehen durch das Dorf und feiern. Zu diesem Brauch gehörte es, nach der militärischen Musterung eine Jahrgangstafel anzufertigen. Auch heute noch lerseln die Traminer, auch wenn der Wehrdienst abgeschafft wurde. Die Jungen feiern ihre Volljährigkeit. Die Schützenkompanie Tramin hat nun in einem Buch diesen Teil der Dorfgeschichte dokumentiert. Der Besuch in einem der vielen Keller in Tramin ist bis heute bei den Lerslerburen Pflicht. Dass ordentlich gefeiert wurde, dokumentieren zahlreiche Fotos aus vergangenen Tagen und Trinksprüche auf den Jahrgangstafeln. Wenn man mit dem Wagen von Jahrgang zu Jahrgang zieht, und jeder sperrt seinen Weinkeller auf und da wird dann logisch der Heurige probiert und gekostet. Und Tramin ist bekannt, dass wenn gefeiert wird, dass es da auch lustig zugeht und nicht allem ganz seriös. Und Grozell macht es vielleicht aus und Grozell gibt in der Jugend allem noch einen Ansporn, das Lesen aufrechtzuerhalten, weil einfach die Freude an einem Feiern ist wahrscheinlich in ganz Tirol nicht so ausgebildet wie in Tramin. Doch die Tafeln zeugen nicht nur von der Weinkultur des Dorfes, sondern spiegeln mit ihren unterschiedlichen Gestaltungen und Sprüchen auch einen Teil der Geschichte wider. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hat man auch für Führer und Volk gelernt. Mit den wilden 60er und 70er Jahren sind auch Sättemotive zustande gekommen, wo man sieht, dass auch die Hippie-Zeit Einzug gehalten hat bei den Tafeln und in der Gesellschaft. Und jetzt in letzter Zeit ist wieder dazu gekommen, dass vermehrt patriotische Sprüche, was Bezug zu Tirol nehmen und so weiter, Einzug gefunden haben. Sepp Kofler ist Jahrgang 1940. Der patriotische Spruch auf seiner Tafel hat den Lerslerburben damals sogar eine Festnahme beschert. Nach der Musterung sind wir in den Zug eingestiegen und nach Bozen gefahren. Allerdings ein bisschen lustig. Nach oben sind sie oben schon im Bahnhof empfangen und die Polizei und gewarnt. Weil der Spruch ist nicht ganz in Ordnung gewesen. Ne? Für Italien nicht. Heute sind heimatverbundene Sprüche wieder im Trend. Die Jungen sind stolz, Traminer zu sein. Das Lerseln selbst wird in keinem anderen Dorf in Südtirol in dieser Form so gelebt. Das Wort Lerseln kommt wahrscheinlich von Losen, also früher zu Zeiten des Landlevels war es schon so, dass man die Wehrpflichtigen sozusagen ausgelost hat, wenn sich nicht genug freiwillig gemeldet haben, was ja meistens der Fall gewesen ist. Und aus den Losen ist dann wahrscheinlich das Wort Lerseln entstanden und hat sich eigentlich bis heute gehalten. Trotz, dass die Wehrpflicht ja eigentlich hochgeschaffen worden ist 2005. Der traditionell mit Blumen geschmückte Hut ist vielleicht etwas in Vergessenheit geraten. Aber die Jahrgangstafel hängt ganz dem Brauch gemäß am Dorfplatz. Und in den Kellern darf gefeiert werden. Nicht nur die Kellertür in Tramin geht zu, auch wir schließen gleich für heute. Sollte Ihnen ein Bericht gefallen haben, können Sie sich alle unsere Sendungen eine Woche lang im Internet unter tirol.orf.at anschauen. Jetzt kommt noch das Wetter. Ich sage bis morgen. Auf Wiedersehen.